Der letzte Sonntag vor Weihnachten ist für den Christmas Brunch im Kulturhaus in Bruck reserviert. Eine liebe Tradition, die genauso wie Kekselbacken in der Vorweihnachtszeit einfach dazugehört. Ja, für mich gehört natürlich alles vom Adventkranzkerzen anzünden über die Keksel und ein bisschen Besinnlichkeit dazu. Und mit dem Christmas Brunch, denke ich, schaffen wir eine nette Ergänzung, einmal ein bisschen weg vom Trubel der Vorbereitungen, ein paar nette Stunden gemeinsam zu verbringen. Und auch der Heilige Abend ist dann für die meisten ein Fest der Familie. Diesmal habe ich meine gesamte Familie eingeladen. Ich überrede mir gerade, was ich kochen werde. Meine Tochter kommt aus Innsbruck, ihr Lebensgefährte, meine Mutter, und darauf freue ich mich sehr. Mit jazzigen Arrangements von weihnachtlichen Alltime-Klassikern hat das Roland-Hollig-Quintett im Saal ordentlich Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Doch was brauchen die 5 Musiker, um für das Christfest in Stimmung zu kommen? Eine Oper auf alle Fälle von Verdi, und weil wir sind in Venedig, also meine Lebensgefährtin und ich. Und wir freuen uns schon ganz besonders, und mit den Kindern und mit den restlichen Damen und Herren unserer Familie kommen wir erst zwischen Neujahr und der Heiligen Drei Könige da zusammen. Es hat nichts mit Musik zu tun dieses Mal bei mir. Ich bin erstes Mal in ein Dirndl reingeschlupft, also in einen weihnachtlichen. Habe ich letzte Woche ein Fotoshooting gehabt, wo ich das anziehen dürfte. Das hat mich voll in Weihnachtsstimmung versetzt. Großartig. Ich glaube, am wichtigsten ist einfach die komplette Ruhe. Endlich Ruhe, endlich Ruhe. Mal. Und also keine Musik und selber singen schon überhaupt nicht. Es bringt mich natürlich in Stimmung, wenn ich meine Lieblingsmusik höre, auch zu Weihnachten. Das muss jetzt nicht unbedingt Weihnachtslieder sein, oder einfach Zeit finden, zu Hause sitzen, Musik hören, vielleicht ein gutes Weinchen aufmachen und die Zeit einfach vor Weihnachten genießen. Zu Weihnachten dann lassen wir einfach den Abend laufen, wie er kommt, und so singen wir und spielen wir und genießen den Abend. In diesem Sinne bleibt uns nur mehr eines zu wünschen.